Ahoi, liebe Reise- und Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist soweit, ein kleiner Reisevlog. So viele Fahrzeuge und Technik, wie ihr in letzter Zeit gesehen habt, wird doch mal Zeit, dass wieder was von uns kommt, ne? Ja, das geht jetzt los. Wo geht's hin? Nach Stade. Und wann geht's los? Nach dem Intro. Der kann's noch. Ja, wir sind auf dem Weg nach Stade. Das hat einen ganz einfachen Grund. In Hannover und Braunschweig ist Fasching, Karneval, Schoduvel und wie es alles so heißt. Feier. Und das Schöne ist, mal gucken, ob mein Mann das weiß. Ja. Wie nennt man dort oben an der Küste den Altweiber-Tag? Boah, nee, das weiß ich nicht. Donnerstag. Ja, toll. Und weil die das dann... Das war ja nur Schenkelklopfer, sagt man so schön. Genau. Und weil das da Donnerstag ist und die das so machen, freuen wir uns. Unter anderem treffen wir zwei liebe Mädels von der Ostsee. Die noch nichts wissen von der anderen Überraschung. Genau, weil die werden noch überrascht. Wir haben noch zwei Kerle besorgt. Weiß ja nicht, sind das dann Stripper? Verstärkung! Mal schauen. Genau, wir brauchen nämlich echte Verstärkung. Bei den beiden Mädels kommen wir lieber zu viert an, das ist besser. Und das wird auf jeden Fall eine tolle Überraschung. Natürlich wissen die es jetzt schon, wenn das Video läuft. Logischerweise. Ja, ja. Ja, wir haben jetzt knappe 2 Stunden noch zu fahren. Wir werden schon umgeleitet. Eigentlich soll es über die A7 gehen. Jetzt geht es über die A27 A1. Wir lassen uns überraschen. Und wir hoffen natürlich, dass das alles aufgeht. 75 Plätze hat der Stellplatz in Stade. Den stellen wir euch dann kurz vor. Wetter, na, ist so hin und her. Wir schauen mal. Wir haben auch trockene Phase. Aber auch nasse. Aber auch nasse. Vielleicht auch Feuchtkehle. Kann auch passieren. Ne? Oh ja, ich habe da ein bisschen was eingepackt. So, das heißt, wir fahren jetzt in die Richtung, die ihr gerade nicht seht. Und dann melden wir uns, wenn es was zu sagen gibt, spätestens aus Stade, oder? So machen wir das. Na, das ist klar. Kurze Pause. Kleine Rast. Nee, lecker Hunger. Und kleines Brot. Joa. Ja. Gibt's das jetzt auch ein kleiner bei denen oder ist das nicht so richtig aufgegangen? Nee, das ist ein kleines Brot, ist aber auch 500 Gramm, weil die hatten gar kein großes Brot bei den Bäcker. So. Ah, okay. Das heißt, dann haben die das anscheinend so jetzt. Ja. Genau. Und ja, wir sind einfach faul gewesen. Also, beziehungsweise wir haben jetzt keine Zeit gehabt, jetzt eigenes Brot zu backen. Deshalb haben wir jetzt einfach ein Brot uns beim Bäcker geholt. Wir sollen ja auch immer mal die Regionen unterstützen oder die Lokalitäten. Dabei war es unsere eigene Region. Ja, ist ja egal. Es ist trotzdem auch gut unterstützt, weil wir wollen ja unseren Bäcker noch behalten. Ja, denn der andere Bäcker existiert nicht mehr. Genau. Und dann ist schon schwierig. Ja. Sonst Wetter ein bisschen regnerisch, deshalb habt ihr keine Aufnahmen mehr von der Straße bekommen, weil ihr hättet nur den Scheibenwischer gesehen. Genau, und spontan haben wir gesagt, halten wir jetzt hier an, essen Brot und heute Abend gibt es noch lecker was zu essen. Genau, da gehen wir essen. Aber das wird ein bisschen später werden, weil wir ja auf alle Leute warten. Also das heißt, zwischen 20 Uhr ist der Tisch bestellt und bis dahin sollten alle da sein. Und dann wollen wir auch vorher was gegessen haben nochmal. Genau, deshalb, wir haben jetzt nur fertig gemacht. Und falls ihr jetzt nicht wisst, wie spät es ist, ist es jetzt 15.35 Uhr. Das ist auch wichtig. Wer braucht jetzt diese Information dazu? Die Information war wichtig, weil wir gesagt haben, wir wollen nachher ja noch was essen. Also deswegen müssen wir zwischendurch was essen. Naja, genau. Egal, zu kompliziert. Viel zu kompliziert. Du drehst wahrscheinlich gleich den Stuhl oder willst du... Ich drehe jetzt den Stuhl wieder um und dann fahren wir weiter. Ich futter beim Autofahren. Genau, so einfach ist das. Ich habe den Vorteil, ich kann in Ruhe essen. Ha! So, weiter geht's. Auch. Ich auch. Ja. Ich auch. Aber trotzdem geht's weiter? Ja, Mahlzeit. Geht weiter. Wir sind angekommen in Stade. Ja, und bei mir geht's hier schon wieder los, ne? Schon geht's wieder das Saufen los. Unfassbar, der Bengel. Ganz wichtig, immer das Erste.
Ja, wir haben jetzt für eine Nacht hier gebucht am Wohnmobilstellplan Schifferntor, glaube heißt das. 20 Euro kostet das aktuell, Strom nicht inklusive, obwohl Stade zwei Plätze hat, wo der Strom inklusive ist und günstiger. Aber hier hast du natürlich momentan besser Auswahl, man weiß ja nie, was ist. Ja, jetzt macht Stefan Glühwein. Wie gesagt, Mädels gerade angekommen. Wird dann ein schöner, lustiger Abend. Naja, die Pfütze kann dann auch noch mit rein. Und noch wissen sie von nix. Nein. Aber das wird interessant werden, weil das dauert noch ein bisschen. Wichtig ist, unsere Handys müssen an der Seite. Nicht, dass da irgendwo was zu sehen ist. Ja, das werden wir schon hinbekommen. Alles läuft, alles ist gut. Und jetzt würde ich sagen, Stefan macht der Glühwein und der Tee. Und ich sehe gerade, ich glaube, meine müsste mal ausgewaschen werden. Das staubt dann. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, sag mal, du bist der, der so nach Rotwein riecht. Ich sag, boah, was ist das? Ja, so? Der Pott, da müssen wir riechen. Mach weg mit dem. Apropos, wir hatten Probleme mit dem Kochfeld. Ja. Also, ich freue mich schon auf das Video. Irgendwann heißt es ja, repariert den Malibu oder keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ja, aber das sind Sachen, ganz ehrlich. Die können passieren. Die können passieren. Also, ne, alles gut. Das ist nun mal halt so. Es geht immer mal irgendwas kaputt. Es könnte auch sagen, repariert den Van. Also, es hat jetzt nichts mit Malibu zu tun. Genau. Nicht, dass wieder heißt, wir reden wegen Malibu. Deswegen wollte ich das ja gerade noch mal sagen. Ja. Na? Gut. So, ich muss noch ein. Dann würde ich sagen, melden wir uns wahrscheinlich morgen wieder, denn es soll sogar morgen hier in Stade die Sonne rauskommen. Das wäre doch mal was richtig Tolles, ne? Ja, Sonne. Los, hopp, hopp. Ne, jetzt ist dunkel. Jetzt so untergegangen. Ja, weil du hopp, hopp gesagt hast. So, wer macht jetzt die Kamera aus? Dann musst du machen. Verdammt. Ich muss jetzt einen Glühfix hier rein, Donner. Na, nur saufen, 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 saufen. Would lie to you, didn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlight's shining on her. She's my country girl. Guten Morgen. Guten Morgen im Regen. Aus Stade. Leider regnet's, aber die Sonne versucht so ein bisschen, also es ist ein bisschen heller geworden. Ja, das ist das Lustige. Es ist überhaupt kein Regen angesagt, also weder bei der einen Wetter-App noch bei der anderen Wetter-App. Aber das ist so typisch hier bei Wetter im Norden. Aber das ist egal. Eben gerade haben wir gefrühstückt und wir müssen ja noch sagen, die Überraschung ist mehr als geglückt. Das war wirklich gut. Nein, nicht ernsthaft. Genau. Nein, doch. So soll das sein, wenn man Leute überrascht. Ja, ist schön. Ja, also für euch, wer kam dazu? Zu unseren Mädels Marco und Nick und Scully, die Ventertainer. Genau. Die waren mit dabei. Ich drehe mich jetzt einfach hin. Ja? Ja? Weißt du nicht, was du mit der Kamera machen sollst? Weiß ich nicht. Ich bleib einfach so stehen und fertig. Ja, und ich hoffe, wir sind her. Ich wollte nicht im Bild sein. Ja, ich dachte, was macht er denn jetzt? Ja, ab und zu soll ich ja nicht im Bild sein, also tue ich das. Euer Wunsch ist mir nicht Befehl. Der Platz ist auf jeden Fall sehr schön. In die Richtung will ich euch mal kurz zeigen. Dort hinten auf der Wiese, da hat man heute Morgen so Rehe hüpfen sehen. Und teilweise siehst du auch hier Kühe wohl im Sommer. Ja, also von daher tierische Begleitung haben wir hier auf jeden Fall auch. Nicht jo. Nur Scuddy ist dabei. Ja. 75 Plätze oder ja, ich glaube 75 Plätze gibt es hier an dem Stellplatz. Er kostet 20 Euro seit dem 01.01.2024. An Reservierung nicht möglich. Ja. Aber man kann immer wieder verlängern. Also immer erstmal eine Nacht und dann kann man verlängern, wenn man will. Ja, Checkout machen wir jetzt gleich. Genau, du zeigst das jetzt alles, während ich nochmal entsorge. Ich zeige einfach nur ein paar Bilder. Also ihr kriegt jetzt halt ein Impressionsbild geladene Szene. Dann setzen wir um und dann schauen wir uns Stade an. Also, kommt mit. Wohin? Weiß ich nicht. Ich denke nach Stade. Ja. Got her feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild just with that sweet smiling. There's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her.
She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my... Jo, wir sind echt weit gekommen. Vom Wohnmobilstellplatz sind wir jetzt auf dem Parkplatz Stedum, heißt das, glaube ich, hier. Ja. Stadium. Und da gibt es normalerweise die Möglichkeit, per App zu bezahlen. Aufpassen. Auf keinen Fall machen. Jetzt hier an einem Samstag bezahlst du nämlich pro Stunde eigentlich, oder insgesamt bezahlst du immer nur 25 Cent pro Stunde. Aber wenn du mit Easy Park oder Parkstar, bist du mal glatt das Doppelte, teilweise das Dreifache los. Also auf keinen Fall per App bezahlt, lieber bar. So teuer ist das echt nicht. Und jetzt mache ich das Auto noch mal zu und dann ist es gut. Geht das los. Dann starten wir mal los hier, ne? Moon in the sky. I'm looking at the moon in the sky. This shouldn't come as a surprise, but I can't sleep. War in my mind. I'm trying to fight a war in my mind. I don't know who's the winner tonight, but it ain't me. Where are you now? When my fears are worse than ever. When the night. So, wir laufen immer noch schön durch die Stader Innenstadt und haben auch gleichzeitig noch eingekauft. Lecker Braten wird es heute geben für 6. Und ja, schöne Stadt haben wir hier. Und jetzt laufen wir noch ein bisschen umher. Saying I'll be
Station wechselt, oder wolltest du was sagen? Ja, die Kolonne hat es geschafft. Alle sind hinter uns hergeentet. Und am Schluss haben sie gemeckert, dass wir zu weit in eine andere Strecke gefahren sind. Unfassbar. Ja, die wollten, dass wir vorfahren, also haben wir das gemacht. Und das ist auch schon wieder, parkst du hier in Deutschland mit der App, bezahlst du mehr. Schweinerei. Nee, jo, das ist ja unfassbar. Also sehr hier, typisch. Digitales Land, nein. Wo sind wir? Holland Twielenfleet, ne? Holland Twielenfleet. Kostet 10 Euro und hat ein paar Plätze mehr bekommen. Ja. Und zwar die, die da jetzt stehen, die waren früher nämlich nicht da. Also ist doch schön, dass man dann doch mal darüber nachgedacht hat. Aber alles hat ja auch einen Haken. Es ist auch teurer geworden. Ja, es hat vorher mal 5 Euro. 5 Euro, dann glaube ich 8 Euro für nix. Und jetzt sind wir bei 10? 10 Euro, ja. Genau. Genau. Hm. Aber wollen wir mal nicht meckern, sind wir froh, dass wir hier unterwegs sein können. Ne? Ja. Und ja. Wir werden jetzt noch mal irgendwie wahrscheinlich eine kleine Runde spazieren gehen. War nicht angedacht. Naja, aber ich muss auf jeden Fall dann noch was machen, weil die Leute wollen noch was essen. Ja, dann tust du mal was, ne? Ja. Wochenend kein Sonnenschein, die Kreuzfahrtcamper luden ein. Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? Cause I wanna be close to you. And I wanna show you something new. You gotta know. Every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your hand in mine, I will be there every day. When you're sick of the climb, I will make sure it's okay. Haben wir alle schön hier drin gesessen und haben also 3 Leute Glühwein getrunken. Das war lecker, aber das ist schon ein paar Stunden wieder her. Das ist schon wieder ein paar Stunden her. Und den Braten habe ich schon angesetzt. Da ist er. 1,5 Kilo. Wir sind echt gespannt, was das wird. Doch, und das jeder wird kriegt hier unterschiedliche Aufgaben. Denn bei den Ventertainern, da werden Kartoffeln irgendwann gemacht. Genau. Das könnte aber jetzt dauern, weil Marco gerade ins Gespräch verwickelt wird. Genau, ja. Denn zufälligerweise sind hier zig Instagrammer an dem Wochenende irgendwie hier. Irgendwie witzig. Und dementsprechend, die kennen sich irgendwie alle untereinander. Beziehungsweise per Instagram kennt man sich. Und deshalb gibt es jetzt die Pläuschen. Und wir haben aber vorher mit Marco. Und jetzt müssen wir sagen, die Mädels, die kümmern sich um Blumenkohl. Genau. Und jetzt haben wir mit Marco Skajo oder Skio gespielt. Das war ganz geiles witzig. Spiel, da muss man echt sagen, dank an Marc, Geli und Dirk. Ja, mega geil, wirklich. Die haben uns das ja gezeigt und wir haben es jetzt gespielt und ich habe gewonnen. Ja, aber so weit weg war ich jetzt nicht, ne? Also. Also soll ich hier nochmal. Also, sorry. Alles, sorry. Sag mal, was laberst du? Ich hatte 74 und du hattest 115. Ja, so weit weg war das gar nicht. Ja? Also Marco hatte viel mehr. Ja, viel mehr. Aber gut, der ist jetzt auch das erste Mal dabei, ne? Genau, also tolles Spiel, können wir euch empfehlen. Kann man bis zu 8 Leuten kann man das spielen. Richtig coole Sache. Ja, jetzt heißt es abwarten. Und gucken wir jetzt mal den Braten an und dann muss ich den irgendwann ja auch zerteilen. Und wir müssen aufpassen, heute kommt die AIDA Nova. Das ist nämlich der Grund, warum man nach Holland Twielenfleet fährt. Weil hier auf der Elbe sieht man Schiffe. Ja. Ist zwar sehr, sehr neblig zurzeit. Wir müssen gucken, ob man es sehen kann. Aber vielleicht haben wir Glück und dann kommt die Nova. Mhm. So, und jetzt warten wir, bis Essen fertig ist, ne? Ja. Ich gehe auf Klo.
Viel Spaß. Guten Morgen. Sonntag, den. Oh, Schütze, Musik. 11.11 Uhr. Oh, am 11. Februar. Jawohl. Wo sind die Kamelle? Wir schmeißen Kamelle. Ach so. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. Ich muss mal die Mütze andersrum machen. Richtig. Ist keine, nervig. Ja. Wir stehen an der Elbe. Immer noch. Immer noch. Und es ist Ebbe. Und ihr habt es ja gerade gesehen. Es war neblig. Wir haben einen richtig tollen Abend gestern gehabt. Richtig cool. Und wir hoffen eigentlich immer noch, dass schönes Wetter wird, aber ich habe gehört, in Barcelona. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen wollen, dass wir den Fock jetzt bis nach Barcelona machen und was der Arbeitgeber dazu sagt. Ja, das wäre schon schön, aber ich glaube, der Arbeitgeber hat was echt dagegen. Ach, immer wieder dieser Arbeitgeber. Auf jeden Fall, denke ich mal, lohnt es sich, nach Stade zu kommen. Richtig coole Stadt, richtiger Platz. Wobei, es gibt noch einen zweiten Platz, der kostet nur 14 Euro. Das muss man sich überlegen, ob man halt den dafür 20 oder Dings macht, aber dann ist man auch weiter weg von der Stadt. Das muss man dazu sagen. Ja, muss man sich halt überlegen, genau. Ja, und hier in Holland Vierenvliet, da lohnt es sich immer herzukommen, aber ich sage euch das, im Sommer ist es schwierig, Plätze zu kriegen. Genau, selbst jetzt muss man dazu sagen. Moin! Auf jeden Fall, viele Plätze, wir wurden schon erkannt. Viele Plätze sind nicht da und tja, deshalb immer rechtzeitig hier sein. Und ich glaube, damit wollen wir es wieder wenden. Jo. Gibt es noch ein paar Szenen am Schluss. Und dann würde ich sagen, bleibt gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Tschüss. Ciao, ciao. Watch the world from the place beneath the willow.